Danke. Wir sind hier am Fuße des Eubin, ja, nicht des Ameisenberges, was ich zuerst dachte. So oder so ist der aber deutlich größer als der letzte Berg, den ich bestiegen habe, nämlich 581 Meter. Und vor so einer Besteigung braucht man proteinhaltige und energiereiche und vor allem gesunde Nahrung. Darum habe ich das und das snacke ich jetzt auf und dann geht's los. 575 Höhenmeter, kein Problem. Das Wetter, das war schon eher die Herausforderung. Ich war nämlich schon die Hälfte der Woche, die ich da sein wollte, da und habe das Wetter abgewartet, weil seit dem ersten Tag diese Sonne nicht mehr rauskam. Und ich hatte noch zwei Berge, die ich besteigen wollte. Das heißt, es wurde knapp. Und darum hieß es einfach, scheiß auf das Wetter, lauf los und einfach hoffen, dass es nicht zu sehr regnet. So, ich bin gerade erst in den Wald reingelaufen und bin jetzt schon auf 371 Meter. Ich vertraue einfach der Mitte. Das ist einfach fast doppelt so hoch wie der Kutschenberg. Es ist echt traurig, was ich davor gemacht habe. Aber trotzdem schön, dass wir jetzt die Spannung haben. Ich bin gespannt, wie steil es geht. Es soll ja der Kletterfelsen auf halber Strecke kommen. Ja, dann geht's weiter. Also wir haben hier den Robertfelsen-Ameisenberg und den Ameisenberg bequemer Aufstieg. Also bitte. Das, meine Damen und Herren, ist die YouTube-Absperrung. Das ist ungefähr so. 5 Klicks. Viral. Und als hätte ich es vorher gesagt. Regen. Ja, Regen. Heißt, ich darf jetzt mit der GoPro weiterfilmen. Ist jetzt die Feuerprobe, vielleicht ist sie sogar besser als meine 4K-Kamera. Ich glaube es ja fast. Also abgesehen von Schärfenwechsel hat die eine allgemein bessere Schärfe, allgemein bessere Farben. Werden wir jetzt sehen. Und ich werde nass. Hey! Ja, so viel zum Bergsteiger. Ich stehe am Robertfelsen, den ich eigentlich erklimmen wollte, im strömenden Regen. Und es hört nicht auf, es wird nur schlimmer. Ich kriege alten Flashbacks, ich habe super Laune. Und ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, das weiter aufzunehmen, aber ja, ich kann jetzt eben nichts anderes machen, als hier zu warten und nass zu werden. Also tue ich das und hoffe, dass es irgendwie besser wird. Es hat wahnsinnig gut geklappt. Aber ihr glaubt doch nicht, dass der Bergsteiger bei sowas einknickt. Er hat doch seine Brust und seine Würde so hoch im Himmel, als ob so ein paar Tropfen da seine Motivation zerstören. Oder doch? I see trees of green. Und aus dem Nichts Sonne. Wahrscheinlich sah ich so erbärmlich aus beim Darunterstapfen, dass der gute Herr sich gedacht hat, okay, dem schenken wir ein paar Sonnenstrahlen. Wie auch immer, es geht weiter.
So, zweiter Versuch hier am Robertfelsen. Es hat sich tatsächlich aufgeklärt und ja, es sieht von hier aus gruselig aus, aber ich gehe gleich da rein mit der GoPro und dann ist das, glaube ich, gar nicht so heftig. Und Vorteil, ich habe ja bei Ruhe vor dem Gipfelsturm trainiert und da habe ich gemerkt, dass mein Körper blockiert, wenn ich an eine Stelle komme, wo ich denke, die schaffe ich nicht. Das heißt, sofern ich in den letzten zwei Tagen keine geistige Lähmung erhalten habe, funktioniert das immer noch so und ich werde hier nichts riskieren und ja, dann heißt es GoPro auf und it's go. Don't you have some message for him, Andre? He's the product of your profession, not mine. Hab keinen Plan, wie ich gucken muss, dass das gut aussieht in der Aufnahme. Das war verdammt cool. Ich bin jetzt auf dem Robertfelsen hier und da ist der Ameisenberg. Und alter Vater, ich dachte, das sind jetzt nur noch so ein paar Meter zum Ameisenberg, aber das ist schon noch ein Stück. Das sieht man in der Aufnahme vielleicht oder vielleicht nicht, aber da sind zum Beispiel Felsen und das ist alles Ameisenberg. Ich bin komplett baff. Das ist so ein Ausgleich zum Kutschenberg, das ist einfach so ein Ausgleich. Ja. Dann kraxel ich hier irgendwie wieder runter und dann geht's weiter. Und Regen hin oder her, die Atmosphäre jetzt, ihr wünscht euch alle Geruchsfernsehen. Das ist Bergluft plus Luft nach Aufklärung des Regens. Es ist so geil. Du kannst die Luft quasi essen. Und was sich mir nach dem Regen geboten hat, hat alles wieder gut gemacht. Und das sieht doch stark nach einem Gipfelbuch aus. Ich denke, ich bin da. Und damit ist es auch bestätigt. 581 Meter und nicht 75, wie auf Wikipedia steht. Jawohl. Oh mein Gott. Gut. Dann auf ein neues. Ich habe eine Botschaft von zwei Abonnenten bekommen, dass sie gegrüßt werden möchten. Und ich dachte, was gibt es Besseres dafür,
als ein Gipfelbuch. In diesem Sinne grüße ich heute keine 10 Leute, sondern... So, Grütze gehen raus an Fenja und Fikus. Dann kommt hier noch Bongo hin, weil der war hier schließlich auch. Und dann noch erstickte Bergsteiger und ein Link. Und ich glaube, mehr kann ich hier wirklich nicht tun. Seite voll, ich war hier. Jetzt geht's runter. Und davor, das Wichtigste, es nennt sich Abmod und startet nun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like. Und abonniert den Kanal, wenn ihr sehen wollt, wie ich einen noch höheren Berg besteige, weil das wird kommen, zum Zeitpunkt des Videos sogar nächste Woche. Da ist der Jonsberg dran. Und ja, schaltet wieder ein, denn es wird immer höher und immer geiler.